Hallo und herzlich willkommen in meiner Diabeteswelt. Ich habe eine kleine Ankündigung zu machen. Und zwar ist die kleine Juna auf der Welt. Ja, sie ist am 21.05. zur Welt gekommen um 10.27 Uhr. Und zwar bei 36 plus 0 Schwangerschaftswochen, sprich in der 37. Woche, und war 50 cm groß zu dem Zeitpunkt. Und hat 3980 Gramm gewogen. Also eine ganze Menge. Jetzt ist sie da, die kleine Maus. Sie ist zuckersüß und ist auch wirklich viel kleiner, als ich dachte. Ja, wenn man das so hört, dann denkt man ja, oh, ist ganz schön schwer und so. Aber sie sieht wirklich gar nicht so schwer und groß aus. Sie ist relativ klein mit 50 cm. Und hatte leider etliche Startschwierigkeiten, dazu aber nochmal in einem anderen Video. Ich wollte einfach nur Bescheid sagen, dass die kleine Maus jetzt auf der Welt ist und dass es uns gut geht. Ja, und alles andere werdet ihr noch in den nächsten Updates sehen. Da geht es dann um die Krankenhauszeit davor, um die Geburt an sich, um den Kaiserschnitt und natürlich auch um die Zeit danach. Ne? Oh, ja. Um die Zeit danach geht es auch noch, ums Wochenbett, wie es mir danach ging, wie es ihr danach ging, wie es ihr überhaupt ging. Dazu habe ich jetzt ja noch gar nichts gesagt. Und ja, Juna ist endlich da. Ich zeige sie euch jetzt nochmal. Sie schläft noch super viel, also wirklich fast den ganzen Tag. Und sie wird voll gestillt. Es klappt alles hervorragend. Da bin ich wirklich so dankbar, dass das klappt. Und sie ist bisher ein ganz liebes Babychen. Obwohl sie so schwer hatte in der ersten Lebenswoche. Eine kleine Maus. Ja. Aber es läuft auf jeden Fall alles sehr, sehr gut. Und ich freue mich, oder wir freuen uns wirklich über alles, dass sie da ist. Und wir genießen jetzt erstmal die Zeit. Ich hoffe, dass ihr euch auch für uns mitfreut. Es war ja wirklich wieder mal nicht unbedingt die leichteste Schwangerschaft. Und dafür wird man jetzt einfach belohnt mit einem ganz süßen Würmchen, einer kleinen Zaubermaus, wie ich sie immer nenne. Und ja, ich hoffe, dass euch das gefallen hat. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag oder Abend und habt viel Spaß bei den nächsten Videos auch. Und die werden sicherlich ein bisschen emotional, aber auch spannend, denke ich. Und ja, also bis zum nächsten Mal. Tschüss.